mit dem Gewehr. Willst du spielen? Ich nehme das als ich bin Sieger an. Weil ich nehme das als ich bin als Sieger an. Okay. Ich will jetzt auf Fressbrett geben. Okay, können wir starten? Ja, wir können starten. Warte. Warte. So. Du und ich. Nein. Und ich biete dir eine Gelegenheit. Jack hat meinen Privatschatz aus meinem Laden gesprengt. Mein kostbarster Schatz könnte bereits in den Händen von irgendwelchen Banditen sein. Alex! Du musst zurück zu diesem monströsen Krater. Und Krater! Krater! Ich könnte mir auch ein paar Sachen verkaufen, aber ich habe keine Ahnung mehr. Das ist schlimmer. Ich habe keine Ahnung mehr, welche Waffe welche war und warum ich dich behalten wollte. Leck mich. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Es müsste eine Funktion geben, um Waffen hervorzuheben. Gibt es? Echt? Das ist ja Wahnsinn. Warum nutze ich denn die nicht? Weil du blöd bist. Ich habe ja nur ganz viele Waffen, die kann ich noch gar nicht verwenden. Ich brauche dafür Level 24. Ist ja mal lustig. Hyperion Doppelschrot. Das ist jetzt die typische Alex-Krankheit. Jetzt dürfen die Zuschauer hier wieder warten, wie blöd. Wir haben noch nicht angefangen, ist das gut, oder? Gut, dass ich die Quest gerade angenommen habe. Dann einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Borderlands 2. Ups. Upsi. Ja, ich kann eigentlich alle Waffen, die ich hier drin habe, noch nicht verwenden, tatsächlich. Da bin ich noch nicht leveltechnisch up to date. Ja, deswegen gehen wir jetzt leveln. Wir müssen Markus was Wichtiges wiederbringen. Seine Bitch? Nein. Also zur Information, wir haben von der letzten Folge auf die Folge haben wir eine Pause gehabt von Mikrofon richten. Dramatisch. Von einem Monat gefühlt. Glaube ich. Das könnte passen. Könnte grob passen. Und das ganz große Problem beim Mr. Alex, er hat keine Ahnung mehr, dieser Vollidiot. Null! Also ich musste eben gerade erstmal in die letzte Folge reingucken, sprich mir den Titel nochmal vor Augen halten, um zu wissen, was ich eigentlich konkret gemacht habe. Aber spielt ja eh keine Rolle, für mich ist ja Borderlands einfach nur Schlachten. Ja, das soll auch so sein. Och nee, nicht das Kreiskettensägen-Ding. Wir müssen nur das eine Stückchen hier rüberfahren. Habe ich ja schon erwähnt, dass man... Das steckt in der Wand. Stecken die bei dir auch in der Wand? Okay. Die bleiben da in der Wand. So, kennst du den Ort noch? Hier war doch... War nicht mal... Wie ist das Scheißdorf, was abgehoben ist? Sanctuary, genau. Übrigens, ich habe jetzt eine Serie geguckt, ne? Die... Das Raumschiff da oben, ne? Das ist ja von der Hyperion Corporation. Ja. Wusstest du, dass Hyperion ein Mond vom Saturn ist? Hyperion heißt der. Ey! Ich muss echt noch mal meine Waffen trainieren hier. Moment, wie war das? Geschütz? F. Wie ficken. Mein OP-Geschütz, ich mag es. Ich mag es, ihr bist ein Feines. Warte mal, vielleicht kann ich ja auch gerade noch ein bisschen droppen. Interesse da, ist auch ein Mond, glaube ich, auch vom Uranus. Dann muss ich jetzt einfach noch mal über. Uranus. Oh, I. Der Uranus ist sehr beliebt unter den Schwulen. Was ist das? Weiß ich sogar selber gerade nicht. Muss ich auch noch mal nachschauen. Auf jeden Fall fand ich das halt mega lustig. In der Serie kam auf einmal halt Hyperion und ich so, Sinning. Ich musste irgendwie zwangsläufig an dich denken. Verflucht! Diese Trottel haben ein Safe in die Krusty Caverns gebracht. Die Granate war mit da. Hast du die gerade aufgefangen, du Arsch? Ich glaube, du hast die gerade echt abgefangen. Kann sogar sein. Das
So, Raketenwerfer nochmal ausprobiert. Ja, wie gesagt, ich muss gerade in dieser Folge, muss ich nochmal kurz reinkommen in meine Waffen. Dann hatten wir die Snipe. Eigentlich habe ich die, tatsächlich habe ich gerade die gesucht. Badass! Du hast ihm schon den Kopf abgeschossen, ne? Nee, den Goliath habe ich den Kopf abgeschossen. Hallo. Das soll auch so sein. Ja, gut. Weil der Goliath soll uns jetzt ein bisschen... Willst du mich jetzt flachsen? Aber ja, hallo. Und zwar so, dass ich jetzt erstmal... Moment. Hallo, Goliath. Alter. Haben wir es denn jetzt mal? Jetzt, Medic! Medic! Oh, der Geschütz macht gerade einen Abgang. Das ist auch so gewollt. Medic! Obwohl, vielleicht, warte mal. Ich glaube, ich krieg mich geheilt. Ich kann dich ja auch mit meiner Spezialfähigkeit hochheben. Medic! Mach mal! Meine Fresse hier! Leck mich doch am Arsch! Was wirft ihr denn? Das sind Äxte. Ja, ich... Ich denke, ich bin hier in Sicherheit, bin ich nicht. Aber guck mal, den krieg ich. Nee, brauchst nicht. Alles in Ordnung. Ich brauch grad mal kurz mein Schiff. Medic! Nee, den krieg ich. Oh, warte mal, was? Du auch? Ja, ich krieg den weg, den Psycho. Nee, warum bin ich gerade gestorben? Bin wach. Bin wieder da. Ich frag nur, weil ich gerade gestorben bin. Achso, dann warst du komplett, dann warst du wahrscheinlich zerquetscht. Eigentlich nicht. Ich wollte mich halt eigentlich in Sicherheit retten, aber genau da, wo ich mich in Sicherheit retten wollen, kamen halt andauernd noch weitere Leute. War nicht ganz so geil. Ich shoppe erstmal. Shopping. Ja, Munition. Ich bin tatsächlich. Ich freue mich wieder auf den Punkt, wo ich wieder meine Waffen alle verstehe. Wir sollten vielleicht zwischen den Aufnahmen nicht immer so große Pausen haben. Das ist eine schlechte Idee. Und weißt du was, liebe Zuschauer, wisst ihr, was die Ironie an der ganzen Geschichte ist? Zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Folge aufnehmen, ist die erste noch nicht mehr erschienen. Das bedeutet, die Motivation. Nee. Die Motivation, irgendwie die Abstände zum Aufnehmen kürzer zu machen, die sind nicht da. Also eigentlich denkt man sich, man ist so viele Folgen in der Zukunft, man dürfte eigentlich gar nicht weiter aufnehmen. Was? Was? Du Dreckspsycho. Genau die. Hab ich den gerade in den Schädel abgeschossen? Ja, nicht abgeschossen, sondern einfach weggeballert, wie blöd. Das gönne ich mir. So, ich sehe da hinten gerade wieder einen Psycho anlaufen mit Dingensgehens. Feuer. Komm, kannst du besser treffen. Ja, mit der Säure-Snipe, das ist vielleicht eine schlechte Idee. Die ist, glaube ich, ziemlich kacke. Für mehr Fleischschaden Feuer. Ja, aber hab ich glaube ich gar nicht, eine Feuer-Snipe. Die macht Schaden, Moment. Wo stand denn hier Schaden? Oben? War das Oberste? Oberste. Also das ist meine eigentlich normale Standard-Snipe. Momentan. Die macht 436. Und die hier macht... Ja, okay. Die macht nur 314. Aber dafür halt Säureschaden. Ich glaube, ich kann mich noch erinnern, dass du mir die gegeben hast, damit ich gegen die scheiß Roboter vorgehen kann. Du warst ziemlich abgefuckt, dass ich nur eine Waffenkategorie hatte. Jacob Sniper. Oh! Moment, Jacobs war... Ich habe irgendwie auch... Revolver, also hoher Schaden, aber halt keine Elementarschäden. Japp, nehme ich mit. Gönn ich mir. Ach, voll! Scheiße. Wie bist du voll? Ich weiß es nicht. Ich wollte vorhin was verkaufen, aber das Problem ist, die ganzen Waffen, die ich habe, die habe ich halt alle noch nicht ausprobiert. Die sind halt noch ein... Eferstause für dich. Möchtest du eine Pistole haben? Warte mal. Ich schmeiß die vielleicht mal raus. Explosivschadenpistole. 337 von Torge. Ich habe hier Level 24. Wenn ich ein Level up bin, habe ich schon einen Revolver, den ich nutze. Bei Pistolen nehme ich gerne immer Dahl und Jacobs Revolver. Ich habe hier eine Hyperion mit Hyperion-Waffen verkaufe ich immer alle. Okay, gut, dann hätte ich die verkaufen sollen. Dann, aber lasse ich die jetzt mal raus. Wohl, dann mal. Fallen lassen.
Und dann kann ich mir... Gib mal die Sniper her. Es war auch erst zum Level 25, war scheiß drauf. Nein! Nein, nein, nein! Kommst du auch da hin? Jetzt. Umständliche Herausforderung. Badass Rang 10. Skin-Anpassung. Okay. Wir können jetzt den langweiligen Weg gehen, oder? Sag mal, warum tut sich denn hier nichts? Da kommt ein Fahrstuhl. Ach so. Ich bin runtergesprungen. Ich nehme den langweiligen Weg. Ich nehme, glaube ich, gerade wirklich den langweiligen Weg, oder? Liege ich richtig? Da ist ein Goliath aktiv. Ich merke es! Wo ist er hin? Da ist er. Ich hab die falsche Waffe. Ich hab die falsche Waffe. Ich hab die falsche Waffe. Discord, halt die Klappe. Hab ich auch gerade mitbekommen. Das war an mich gerichtet. Deswegen habe ich auch eine Notification bekommen. Vielleicht sollte ich das ausschalten, während wir aufnehmen. Es gibt einen Streamer-Modus. Just for the lulz. Kann man anschalten, der verhindert nämlich genau sowas. Den ich natürlich nicht angeschaltet habe. Ja, den musst du jetzt noch hochheben, ne? Der ja, hatte kaum noch wenn du, ja, wenn du den dann umbringst, ich geb doch Heilung. Ich hab doch, ich mach doch die Sirene auf so. Okay. Wenn du den killst, wenn er in meiner Stase ist, dann kommt das Leben raus. Ich hab keine MP, das ist echt scheiße. Also keine MP ausgerüstet. Ist tot. Okay, nice. Guck mal, ein Nukleorator. Mit Strom. Mit Ström. Unten war da, glaube ich, auch. Oh, Medic. Kann ich gerade gut gebrauchen. Ich kann dich auch heilen. Nö, nö, passt schon. Wenn es da liegt. War da, glaube ich, auch noch eine Waffenkiste. Ey, du suchst es nicht wirklich. Okay, dann kann ich in der Zeit mal gerade bei mir in den Zimmermodus reinhauen. Alter. Genau deswegen. Moment, wo okay, war das? Okay, gut, das wird jetzt hier wunderschön eine Aufnahme gemacht. Da führst du mich jetzt mal ein bisschen. Wo geht das, Alex? Ich weiß es gerade noch nicht. Moment, Streamer-Modus. Unter Einstellung, also auf das kleine Dingensrädchen bei deinem Namen draufklicken und dann bist du in den Einstellungen, gehst du runter auf Streamer-Modus. Das ist letzter Punkt. Das dann ist einfach aktivieren. Ich glaube, man kann man auch anders aktivieren. Kann man den auch anders aktivieren? Weiß ich gerade nicht. Steht auch vor allen Dingen, den Streamer-Modus aktiviert. Vorsicht, sei vorsichtig, Freund. So. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Programm wie Streamlabs OBS laufen wollen lassen würde, dann wäre der automatisch aktiv. Finde ich auch ganz cool eigentlich. Aber irgendwie das Elgato-Programm, mit dem ich standardmäßig normal aufnehme, erkennt er nicht. Ach, das erkennt er nicht. Nein, das erkennt er nicht als Programm. Als Streamer-Programm. Oh, hier ist da noch was. Aber nur Muni, oder? Nee, Geld. 25 Moneten, immerhin. Hast du denn deine Kiste gefunden? Warte. Hier ist noch eine Vlada Desper TMP in der Pistole. 226 Schaden. Boah, ich muss hier weg, ey. Das Gewummere nervt mich. Ah, komm mal mit. Nee, du brauchst nicht dauernd. Okay, ciao. Ich bin auch hinterhergesprungen, keine Sorge. Wir gehen jetzt dahin, wo Dahl früher abgebaut hat. Hat er wirklich so abgebaut? Er war doch vorher so muskulös. Ach Gott. Da gebe ich dir jetzt einen Tipp. Wir treffen jetzt auf Insekten, die verpuppen sich. Wenn du die beim Verpuppen killst, kriegst du jede Menge Erfahrungspunkte. Lass mich kurz eine Sache nochmal umändern. Ich muss mal gerade gucken. Habe ich in meinem Inventar noch irgendwo eine scheiß MP? Weil das ist ein bisschen problematisch, wenn man zwei fucking Sniper hat. Okay. Du hast zwei. Ja, zwei Sniper ausgerüstet. Ich glaube echt, weil du mich da mal... Ich habe keine MP. Warum habe ich keine MP? Doch, ich habe eine MP, aber erst ab Level 24. Oh. Gut, dann heißt... Level. Mit der Schrot. Kurze Frage, hätte man dieses Tor auch wieder zumachen können, wie du es neulich einmal getan hast? Ja. Komm zurück. Oder du hast gerade die Insekten schon getriggert.
Warte, ja, jetzt pass auf. Lass die Insekten mal auf uns zukommen. Muss einfach ein bisschen dodgen. Da kommt die Mama. Jetzt. Oh, warum badass. Guck, und die verwandeln sich. Wenn du die beim Verwandeln killst, kriegst du jede Menge Erfahrungspunkte. Uff. Mama Insekt tut ordentlich weh. Ich merk's. Ich habe gerade keine Brandwaffe dabei. Jo, die Granaten mag ich. Nee! Sag mal, kurze Frage. Wann verpuppen die sich denn? Wenn sie Schaden kriegen oder wenn sie gerade nicht in Aktion sind. Ah, okay. Wenn sie ein bisschen Schaden haben, dann verpuppen sie sich. Oder sie, wenn halt Masse ist, wenn drei angreifen, zieht sich beispielsweise ein Vieh zurück und verpuppt sich. Kritisch! Ich glaube, er ist gerade hinter mir her. Ja, dezent. Kritisch! Ist tot. So, warte, jetzt kommen hier die Kleinen wieder. Ich will dir mal zeigen, wie das aussieht, wenn die sich verpuppen. Moment, hier ist Moneten. Und Granados. Ja, komm. Oh, die sind direkt tot. Ich dachte, du meinst, wenn die Schaden bekommen. Ja, du musst hier ein bisschen an. Warte, ich schieße das gerade mal an. Vielleicht verpuppt sich da. 220. Dass du es halt einfach mal siehst. Mhm. So. Es ist immer noch Aggro. 330. So, verpuppt es sich. 220. Danke. Ja, deine Taktik funktioniert echt gut. Da, jetzt reicht's mir. Hat super funktioniert. Also. Ja, in der Masse machen sie es halt. Ja, ich hab's ja vorhin einmal gesehen. Das war so ein roter Kokon, ne? Ja, wenn du den wegballerst, das gibt ordentlich Erfahrungspunkte. Das ist halt das Geile daran. Mmh, richtig geil. Granados. Die hier kennst du auch noch, Alex. Ja. Das war die, wo man auf die Füße schießen musste, ne? Halt die auf die Kristalle. Gaben die denn nicht Gold? Gelb? Oder war das nicht? Ja, Gelb. Was machen die denn hier oben? Hier unten meinst du, wir sind hier unten. Achso, okay, ja, gut. Ja, stimmt doch, da war was. Obwohl so tief. Guck mal nach oben. Ja, wenn aber wir den fertig haben. Oben kommt der Licht. Ich habe schon gerade geguckt, oben kommt der Licht rein. Letztes Mal waren wir doch Alter, tiefer, deswegen. Du mich verarschen. Brauchst du meine Hilfe? Gleich. Aha, ich hätte jetzt auch gekriegt, wenn du dich weggemacht hättest. Ja, Papa ist ja da. Aber hier Geld. Das finde ich halt beispielsweise auch schön am Multiplayer, wenn du halt mehr Personen bist, dass der Gegner halt auch mehr Leben hat und mehr Schaden macht. Dass sich das dann so ein bisschen anpasst. Alex. Was ist das? Alex. Nekrophage. Alex. Du bist. Okay, alles klar. Oh, okay. Die greifen dich aber auch selber. Geh auf Alex bitte, da ich mich schon weiter ballern kann. Kritisch! Deine Schratze gerade ist gut. Geh auf Sinning, kritisch! Bei den Dingern ist der Arsch beispielsweise. Ja, kritisch. Deswegen bin ich ja. Holy! Gib ihn! Ja, der zeigt mir gerade nicht seinen Arsch, das ist keine Munition. Nein! Ist gut. Was ist das denn jetzt hier? Zepper Longer Range Killer. Eine Frotze. Das. 169 mal 6. Ist schlechter. Dann nehme ich sie. Aber bevor wir jetzt. Ja, ich habe hier 95 mal 13, das ist halt. Da bist du halt jetzt schon bei willst du mich verarschen? Einfach laufen und über die Säure springen. Ich bräuchte übrigens Schrotmuni. Ja, da komme ich gleich zu. Hier gegen die zu kämpfen ist halt ein bisschen blöd. Deswegen gerade einfach laufen. Ach, guck mal hier, cool, warte mal. So, umsonst einfach mitnehmen. Cool, finde ich gut.
Ja, man kann ja auch ab und zu mal ein bisschen Geld mitnehmen, oder? Zertrümmern, zertrümmern. 160, komm mal hier für ein so ein Ding. Why not? Boah, ich brauch halt echt, ein Sturmgewehr. Aua. Du sagst mir übrigens, wenn irgendwann nochmal ein Boss kommt, ne? Da sind wir gerade auf dem Weg zu. Weil da muss ich halt vorher nochmal Muni. Und vor allen Dingen muss ich Muni sparen. Gib mir mal von hinten eine drauf noch. Ja, würde ich ganz gerne. Moment. Nachladen. So. Muni war gerade alle. Egal wo, überall. Essen, 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 essen,
Ich hab Spaß. Ja. Ich hab Spaß. Alter! Wie das pfeffert. So. Mach mal das Ding auf. Medic, ja. Hier ist auch noch was. Ja. Mach mal das Ding auf, erstmal. Sterbe ich da? Gerne. Von mir gefunden. Wenn du sie mir gibst statt meinem dritten Ex-Mann, soll das den Schaden nicht sein. Aber wirf ruhig einen Blick drauf. Das macht mir nichts aus. Mir auch nicht. Aber dir wahrscheinlich. Dein Charakter ist weiblich. So, aber wir holen jetzt auch noch mal eine Kiste. Wem geben wir denn das Ding? Überlasse ich dir. Ich weiß halt nicht um die Konsequenzen. Ich kenne die Charaktere dafür nicht gut genug. Bei Marcus, also Waffenhändler, ich glaube, das ist lukrativer als Moxie, oder? Theoretisch ist es egal. Es hängt halt von der Waffe ab, die du dann kriegst. Seit wann werden wir denn mit Waffen bezahlt? Och du Scheiße. Theoretisch ist gerade... Elementarresistenz, maximale Gesundheit, der Rechte ist schon geil. Meinst du, dein 1233 und Chance bei Feinden Feuerschaden zu verursachen? Und Spike ist Spike-Schaden, genau. Ich nehme den rechten, wenn. Gönn dir. Also der. Oh, der ist hier nicht schlecht. Spike-Schaden, Kapazität 2100. Was hat's für einen Nachteil im Moment? Ladeverzögerung. Von deinen Waffen, von deinen Fähigkeiten oder was? Nein, Ladeverzögerung des Schilds. Ah. Wenn du keinen Beschuss abgelöst, du musst 6 Sekunden in Deckung sein. Dann lädt sich erst der Schild wieder auf. Aber 1300 gegen 2100. Du meinst jetzt meinen, den ich gerade aufgehoben hab? Nee, meinen hier. Ach so. Dann nimm erstmal mit. Ich weiß nicht, wie vollgemüllt dein Inventar ist. Meinst du, es ist relativ sauber? Das ist das Problem. Das ist das absolute Problem. Ich bin einfach ein Messi. Guck mal hier, warte mal. Das hätte ich verkaufen können. Ja, leck mich. Ey, warum kann ich das nicht mitnehmen? Ich habe gerade eins rausgeschmissen. Ich habe doch gerade ein Schild rausgeschmissen. Hast du Anpassungen vielleicht noch da, die du einfach raushauen kannst? Ich habe übrigens ein Schild. 1500. Okay, tschüss. Ich habe eins auf Vorrat. Vergangenheits-Alex hat schon eins parat gelegt. Aber es ist mal wieder Level 24-Sperre. Oh, diese senile Dasein von dir. Wir haben jetzt über den Monat gespielt. Ich bin komplett außen vor hier. Oh, wir ignorieren die Viecher und marschieren weiter. Ach so. Ich hab das geschützt nur. War natürlich genauso gewollt. Aber, guck mal, Munition, überall gibt's Munition. Geld. Munition will ich doch gar nicht. Übrigens hört sich sehr cool an da hinten, ne, mit dem Geschütz. So, jetzt wollen wir mal ein paar Bugs killen. Ich dachte, das Spiel ist nicht mehr verbuggt. Ah, Wurmloch-Thrasher. Die sind hässlich. Ja, wir könnten jetzt ein Geschütz gebrauchen, ne? Nee, du sollst sie einfach mal nur kennenlernen. Ah! Mein Geschütz steht nicht mehr, sehr schön. Du solltest kommen, Alex. Ja. Ich wollte dir da zeigen, was er macht. Alles klar. Der saugt dich nämlich einfach an. So. Ist tot. Gut, dann ziehen wir zurück. Was macht der? Der zieht dich ran und dann? Der holt seine Spikes raus und dann zieht er dich ran. Aua. Und du kannst halt nicht davon abhauen. Okay, das ist fies. Und ist er unsterblich? Nein, den machst du halt auch weg. Bei Thrasher musst du halt auf die Augen. Auf die Thrasher-Augen. Tentakel. Ich hänge. Ich hänge auch. Och nein, das ist ja dieses Riesenvieh. Die haben uns eingezingelt. Ich geh mal nach draußen. Oh, ja. Die kommt von beiden Seiten. Oh Gott! Hier ist auch so ein Vieh! Oh Gott! Das ist ein größeres Vieh.
Kommst du selber hoch, oder? Nee, es sieht schlecht aus. Aber es sieht auch noch viel schlechter aus mit den anderen Kollegen hier drumherum. Nein! Ich hänge, warum hänge ich denn die ganze Zeit? Oh, die Tentakel tun immer weh. Jo, 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 aua, 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 aua. Deswegen sind wir hier zum Leveln. Wir gehen jetzt hier als Schwächlinge rein, aber kommen als Badass wieder raus. Aua! Das ist... Holy! Du kleine Arschrampe! Ich glaube, einen kriege ich. Du hast meinen gekriegt, du Arsch. Oder? Ja, hast du. Ja, aber ich kann dich schnell wieder hochholen durch meine Fähigkeit. Aua! Ey, dieser Typ. Moment, warte mal. Das sind die Tentakel. Das ist, da draußen ist ein, Ja, ich habe mal gerade das Geschütz hingestellt. Gut, dann können wir hinten raus. Gut, das geht. Das Geschütz ist geil, ne? Nice, schöne Treffer. Lass mich raten, Säure könnte hier vielleicht auch helfen. Nee, Fleisch. Ja, Fleisch habe ich nicht. Lebewesen. Diese andere Viecher waren ja... Oh, die Kristallviecher waren ja auch Lebewesen in der Hinsicht. So, gutes Geschütz. Mal zurück, Borchan.